Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Punch Club. Ein Spiel, was ich die Tage in einem Stream gesehen habe und was mich ziemlich begeistert hat, weil es einerseits sehr, sehr günstig ist und... Sekunde. So. Ich muss gerade was beiseite schieben. Und weil es andererseits extrem viel Story und Möglichkeiten enthält für ein 9,99 € Spiel. Und das Prinzip fand ich interessant. Sagen wir es mal so. Die Story werdet ihr gleich sehen. Was passiert, wenn ich auf Credits gehe? Genau, dann kann man sich das hier nochmal angucken. Das kann ich gerade mal kurz eingeblendet lassen. Die Credits. German Translation Thomas Faust. Heißt er wirklich Thomas Faust oder hat er sich Thomas Faust genannt wegen Punch Club? Ne? Faust, Punch Club, versteht er? Aha. Ich würde mal sagen, wir drücken auf Spielen. Gib deinem Charakter einen Namen. Ja, wie heiße ich wohl? Ich heiße natürlich Blub. Blub, okay, ich heiße einfach Blub. Kann ich vielleicht noch Mr. Blub? Ne, ich kann keine Punkte, ich kann keine... Oder warte, ich habe eine andere Idee. Wie wäre es hiermit? Oder eine Mischung aus den beiden. Herr Blub. Ich glaube, das nehme ich. Ein Sturm zieht auf. What the fuck? Der Wichser hat unseren Vater erschossen. Und da sind wir im... Alter, ist das laut. Moment, Moment, Moment. Alter, ist das laut. Wow, wow, wow. Okay, Moment. Ich versuche das mal gerade manuell umzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade seht. Das könnte ein bisschen zu leise sein. Ich kann das immer so schlecht einschätzen. Ich mache es gerade wieder ein bisschen lauter. So vielleicht, die Dozent, die Dozent. Die Musik geht einem nämlich nach der Zeit echt auf den Sack. Alter, wir sind ja ein richtiger Muckimann hier. Ja, wir sollen ein sehr, sehr guter Kämpfer werden. Das hat uns unser Vater mit aus dem Weg gegeben. Das ist unsere kleine, beschauliche Bude. Okay, wir haben ja eine Leiste für Gesundheit, für Hunger, für unsere Stimmung und für unsere Energie. Stärke, Geschick und Ausdauer. Talentpunkte, okay, Geld, Tag 1. Wir sollen ans Telefon gehen, das Telefon hat geklingelt. Ich würde mal sagen, wir gehen ans Telefon. Aha. Okay, wir werden von Frank angerufen. Arbeiten. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust zu arbeiten. Ich will trainieren. Was? Aha. Genau, ich muss trainieren. Ich muss trainieren. Wer hat unseren Vater umgebracht? Ich muss trainieren. Ich muss trainieren. Ich kann hier gar nichts anderes anklicken, oder?
Nein, ich kann aktuell gar nichts anderes anklicken. Ich sollte ein paar Liegestütze machen. Okay, gut. Wir machen Liegestütze, arbeiten, keine Zeit, ich muss trainieren. Und jetzt sieht man, wie sich hier unsere Werte erhöhen. Und zwar Stärke und Geschick und ein bisschen Ausdauer. Aber ich habe Hunger. So, dann gucken wir mal in unseren Kühlschrank. Eine Limonade und zwei Tiefkühlpizzen. Ich würde mal sagen, wir essen mal eine Tiefkühlpizza. So, wir brauchen anscheinend jetzt doch einen Job. Okay. Auf dem Bau, sehe ich das richtig? Okay, wir müssen arbeiten, wir brauchen Geld, damit wir uns neue Essenssachen kaufen können. Was ist das hier? Ein Supermarkt. Okay, wir können entweder mit dem Bus fahren, das kostet 6 Dollar, oder wir gehen zu Fuß. Wir sind natürlich ein Mann und wir müssen trainieren. Lauftraining ist gut, wir gehen zu Fuß. Wir werden überfallen. Ach du heilige Scheiße. Okay, scheiße, es sind 2 gegen 1. Ich versuche ihn mal zu entkommen. Scheiße, ich bin nicht schnell genug, ich muss kämpfen. Okay. Aha. Okay, was haben wir hier? Ausgewogene Taktik. Ausgewogene Taktik. Kann ich noch was anderes machen? Ich habe nur die ausgewogene Taktik. Und ich habe hier 2 Slots. Schlag. Treten kann ich nicht. Was ist das hier? Blocken. Okay, ich kann nur schlagen und blocken. Ja, genau. Big Bow. Stärke 8, Geschick 5, Ausdauer 3. Und wir haben alles noch auf 1. Okay, ich würde mal sagen, der haut uns jetzt mächtig aufs Maul. Er hat ja auch noch einen Vorteil. Berserker. Hast du 30% oder weniger Gesundheit, teilst du 30% mehr Schaden aus. Ich würde mal sagen, wir kriegen jetzt richtig hart aufs Maul. Das ist ja ein sehr nettes Tutorial, sagen wir es mal so. Wir können ja aktuell noch nichts wirklich beeinflussen. Okay, komm. Ja, genau. Okay, komm schon. Wir haben gegen den keine Chance. Ja. Autsch. Sehr gut, wir haben voll aufs Maul bekommen. Ich sollte härter trainieren. Ja, danke Tutorial. Du hast gerade deinen ersten Kampf gewonnen. Gewonnen. Ich habe gerade meinen ersten Kampf verloren. Ja, die Übersetzung ist auf jeden Fall echt super. Oh, wer bist du denn? Aha. Ich glaube, hier entscheiden wir uns jetzt quasi für eine grundlegende Richtung. Aber sehr flink. Ich glaube, wenn wir das hier machen, spezialisieren wir uns irgendwie in Richtung Stärke. Wenn wir das hier machen, ein bisschen mehr in Richtung Geschick. Und wenn wir das hier machen, spezialisieren wir uns in Richtung Ausdauer. Ich würde gerne entweder Geschick oder Ausdauer nehmen. Ich weiß aber nur nicht, was von den beiden. Ja, ich sag mal das hier. Neuer Vorteil, Hungerhaken. Ja, sehr gut. Eine steife Brise kann dich von den Füßen fegen. Du wirst nie stark sein, aber du bist schnell. Erleide mehr Schaden, aber weiche häufiger aus. Aha, okay.
Ja, ich muss aber erstmal arbeiten. Triff Mick, besuche Micks Büro. Okay. Ja, kann ich machen. Triff Apu, besuche Apus Laden. Okay, hier ist Micks Büro, hier ist der Supermarkt, da arbeitet wohl Apu. Ja, ich brauche aber Geld. So, ich versuche nochmal dahin zu kommen. Okay, go, wir arbeiten. Dadurch trainieren wir natürlich auch ein bisschen. Na, komm schon. Und... Ah, sehr gut. Okay, stopp. Erstmal 50 Dollar verdient. Und dann gehen wir mal zum Supermarkt rüber. Ich hoffe, wir werden nicht wieder überfallen. Ich habe Apu getroffen. Was geht denn hier ab? So, guten Tag. Machen wir erstmal das hier. Okay, die Nachricht ist überbracht. Können wir sonst noch irgendwas anklicken außer ihm? Okay, wir müssen auf jeden Fall einkaufen. Was hat er denn? Limonade. Energy Drink. Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza ist besser für Heilung, aber um Essen zu stehlen, das ist eigentlich beides ungefähr gleich. Wir kaufen mal ein bisschen Fleisch ein. Ja komm, kaufen wir erstmal alles, was geht. So, ja genau, mach du mal hier deine Bizepsübung. Aktive Talente 2. Kampfliga, Ligen. Aha, es gibt hier anscheinend 3 Ligen. Grundlegende Talente. Weg des Bären, Weg des Tigers, Weg der Schildkröte. Okay, das können wir uns nachher aussuchen irgendwann. Wir haben aktuell noch keine Sachen, um uns hier irgendwas anderes freizuschalten. Taktisches Lernen. Ausweichen. Das sollten wir auf jeden Fall machen, weil darauf sind wir jetzt ja quasi spezialisiert, dass wir häufig ausweichen. Dauerläufer, fall nicht hin. Aha, hier sind die 3 Wege. Ach du heilige Scheiße. Ausweich-Gegenangriff, aha. Ich würde mal sagen, damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Story. Okay. Ach du heilige Scheiße, wie weit geht denn das hier noch? Gut, ich würde mal sagen, wir gehen zu Mick. Wir sollen ihn ja treffen. Triff Mick. Mick weiß viel übers Kämpfen. Gut, dann reden wir doch mal mit ihm. Du kannst aus mir einen Champion machen. Genau das ist mein Ziel, Kollege. Okay. Ja, um zu Hause zu trainieren, brauchen wir, glaube ich, auch irgendwie erstmal Trainingsgeräte. Wir haben ja aktuell nichts anderes als diese Maske irgendwie. Okay, er kann uns auch zur Not ein bisschen was zu essen geben, wenn wir nichts mehr haben sollten.
Können wir hier nicht irgendwie auch trainieren? Okay. Mick wird uns trainieren, wenn wir die Amateurliga meistern. Okay. Muckibude. Gut, gehen wir mal gerade rüber. Ende von Tag 1. Ja, wir gehen trotzdem mal rüber. Cool, ich kann hier trainieren. Sehr gut. Ich kriege hier die ganze Zeit irgendwelche Errungenschaften nebenan angezeigt. Ja, gerne. Ich würde sehr gerne bei der Anfängerliga mitmachen. Neues Ziel, erreiche den 5. Platz in der Liga, also in der Anfängerliga. Vollmoves. Lust auf einen Übungskampf gegen mich. Da kriegen wir auch schon wieder aufs Maul. Ich würde gerne erstmal ein bisschen trainieren. Ja, das habe ich gesehen, als ich auf der Straße aufs Maul bekommen habe. Danke. Ich bekomme einen Rabatt. Du musst Level 5 und einer der 4 Welt erreichen. Ein Kinderspiel. Aha. Anfängerliga. Wie sieht denn die Liga aus? Kann ich mir die irgendwie angucken? Anfängerliga. Herr Blub. Aha. Und was haben wir hier denn? Zong Mo. Der ist auch ein Lappen. Ja, er ist schon etwas besser. Ja. Oh, hier kommen schon die richtig guten. Oh, die sind aber schon... Gordon, der aktuell Drittplatzierte. Boah, der ist schon ganz schön gut. Alter. Also gegen den Erstplatzierten möchte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Letzter Tag für die Anmeldung. Ich glaube, das dauert immer so ein paar Tage, bis der Kampf dann losgeht. Sollen wir uns da einfach mal schon mal anmelden? Ich weiß, dass das hier Eintritt kostet. Und ich glaube, wir können diesen Eintritt aktuell nicht bezahlen. Ja, sehr gut. Wir können nicht rein. Wir können nicht ins Gym. Das heißt, wir müssen zu Hause trainieren. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Komm, wir melden uns einfach mal an. Kampf in 2 Tagen. Wir bestreiten unseren ersten Kampf. So, die Sache ist jetzt natürlich. Ich flitze mal kurz nach Hause. Essen ein bisschen was. Ja, komm. Einmal Fleisch essen. Zack. So, können wir hier noch was anklicken? Können wir in der Tat. Genau, erstmal ein bisschen um die Blume kümmern. Können wir hier noch was anklicken? Wir haben eine Miezekatze. Hier können wir uns, glaube ich, entspannen, um Spaß zu haben. Erstmal die Miezi streicheln. Oh, süßes kleines Miezekätzchen. Oh, ja, bitte Gott, feines süßes Miezekätzchen hier. Oh, Schnur. So, wir haben auch noch ein Aquarium. Kann ich schlafen. Gut, ich muss zu Fuß zur Arbeit gehen. Ich hoffe, wir werden nicht überfallen. Okay, komm. Wir müssen arbeiten, wir brauchen Geld. Oh, komm schon. Oh, okay. Puh. Alles klar. So, ich fahre mal mit dem Bus nach Hause.
So, wir sind ziemlich müde. Wir müssen erstmal ein bisschen schlafen. So, ich schlafe, bis der Tag hier zu Ende ist. So, dann würde ich mal sagen, gehe ich was essen und dann gehe ich in die Muckibude. Hier, komm. Knall jetzt rein. So, dann bauen wir mal eine Muckibude. Flitzen wir mal gerade rüber. Was ist denn hier? Ich wünschte, mein Name stände hier. Sonst kann ich hier nichts weiter anklicken. Okay, gehen wir mal rein. So, ach du heilige Scheiße. Okay. Das hier war, glaube ich, für Geschick. Ja, hier, bam. Komm her. Boah, trainieren. Okay, komm. Wir müssen unsere Werte steigern. Alles klar. Go. Wir müssen geschickter werden. Komm schon. Komm. Der Wert ist auf 2. Ein bisschen geht noch. Komm. Okay, jetzt lohnt sich das schon gar nicht mehr so wirklich. Okay, komm. Wir sind geschickter. Dann müssen wir unsere Ausdauer trainieren. Na komm. Trainiere, Junge. Sehr gut. Komm schon, das schaffst du. Ich glaube, morgen ist auch schon unser erster Kampf. Ich versuche mal Geschick und Ausdauer beides auf 2 zu bekommen. Okay. Das war schon gar nicht mal... Aha, die stimmen hier Gewichte. Ich würde mal sagen, hier noch ein bisschen Seilspringen. Okay. Haha. guckt mich an hier, wie geschickt ich bin. Easy going hier. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin hungrig. Gut, wir haben beide Werte auf 2 gekriegt. Aber blöderweise immer wenn ein Tag vorbeigeht, verlieren wir hier ein bisschen was. Aber das dürfte dann trotzdem, glaube ich, noch beides auf 2 bleiben. So, wir könnten uns theoretisch auch hier was zu essen kaufen. Das würde ich jetzt aber ehrlich gesagt eher ungern machen. Ich fließ mal zum Supermarkt rüber. Kaufen wir noch einmal Fleisch. Eine Pizza kaufe ich mir auch mal noch auf Vorrat. Die Limo haben wir auch noch. So. Wir gehen mal nach Hause. Okay, heute ist der Kampf. Okay, 1-2-2. Wenn wir gegen diesen anderen Lappen kämpfen, dürfte es klappen. Achso, ja, stimmt, ich hatte Hunger. Ich erinnere mich. So, machen wir mal ein bisschen was. Dann würde ich sagen, ruhen wir uns mal ein bisschen aus gerade. Ja, nicht so mega viel, aber schon ein bisschen. Wir haben ja schließlich hart trainiert. So, dann essen wir gerade noch was. Diesmal nur eine Pizza. So, wir können noch ein ganz bisschen trainieren. Was können wir hier denn anklicken? Der A-Team-Wagen hier ist auch geil. Okay, wir können hier nur ein paar Liegestütze machen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch mal ein paar Liegestütze. Da trainieren wir auch noch alles ein bisschen. Wir können noch ein bisschen trainieren. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Komm. Komm schon. Heute ist unser erster Kampf. Vielleicht kriegen wir Geschick sogar auf 3. Sieht aber nicht so aus. Kriegen wir Geschick auf 3? Ne, kriegen wir nicht. Schade. Okay, wir haben wieder Hunger. Klammern wir mal ein Stück Fleisch rein. Schade, ich hätte... kriegen wir es nicht irgendwie noch kurz auf 3 oder so? Noch so ein bisschen.
Komm. Ah, ne. Wir sind jetzt ein bisschen so erschöpft, wir können nicht immer einseitig drehen. LOL, es hat gereicht. Nice. Wir haben unsere Liegestütze noch so weit getrieben, dass wir hier auf 3 sind. 1, 3, 2, das ist ziemlich gut. Wir sind zwar nicht sonderlich stark, machen also nicht wirklich viel Schaden, aber wir können sehr, sehr oft ausweichen, beziehungsweise, ich hoffe, Blocken zählt da auch drunter. Ausweichen können wir ja noch nicht. Wir treffen aber auch sehr, sehr häufig. Und wir haben eine gute Ausdauer. Das heißt, wir werden nicht so schnell müde. Gut, dann würde ich mal sagen, Anfängerliga, erster Kampf. Aktuell Platz 12. Wir sind ganz unten mit 0 Punkte. Okay, ich würde mal sagen, kämpfen. Wir kämpfen gegen Songmo, den Lappen. Sehr gut. Was kann Songmo denn? Er kann schlagen und er kann blocken, genauso wie wir. Er hat also, denke ich mal, auch eine ausgewogene Taktik, auch wenn das hier jetzt nicht steht. Was anderes können wir hier noch nicht machen, ne? 1, 3, 2. Wir haben gut trainiert, denn er hat nur 1, 1, 1. Den dürften wir eigentlich packen. Wir haben auch mehr HP wie er. Ich denke mal, keine Ahnung, eins von den beiden Sachen wird wohl irgendwie HP dazu geben. Okay, erste Runde. Boah, Alter. Ja. Na, komm schon. Ja. Ja. Sehr gut. Combo. Alter, er macht auch nur Combo. Alter. Ja. Na, komm schon. Okay. Boah. Alter. Okay, er hat uns mehr Damage gemacht. Wir sind aber fitter wie er. Wir könnten darauf spekulieren, dass seine Energie irgendwie runtergeht. Wir können, wie gesagt, nichts wirklich einstellen. Na komm, vielleicht läuft die zweite Runde ja... Ja? Na komm schon. Jawohl! Ordentlich was reindrücken. Komm schon. Ja, wir können ihn besiegen. Wir haben hart trainiert. Sehr gut. Okay, also wir sind noch ziemlich fit. Er ist auch noch ziemlich fit. Wir führen noch. Okay, Runde 3. Ja, sehr gut. Ein sehr guter Start für uns. Ja. Es ist ein sehr ausgeglichener Kampf, muss man sagen. Alter. Boah, das Ausweichen am Ende war wichtig. Sehr gut. Ich glaube, konditionell hält er nicht durch. Also die späten Runden dürften uns gehören, hoffe ich. Okay, wir haben ihn jetzt über die Hälfte runtergekloppt. Wir haben noch ein bisschen Puffer. Ja, seine Ausdauer. Also ausdauertechnisch kann er echt nicht so viel. Runde 4. Alter. Na komm. Können ihn schaffen. Ja, doch, das dürfte gehen. Oh, das war jetzt übel. Aber er hat gleich keine Ausdauer mehr, Alter. Komm schon. Hui. Ich glaube trotzdem, dass wir das gewinnen. Runde 5. 10 Runden gibt es maximal. Ja, doch, den kriegen wir. Er hat noch 9 HP. Doch, das geht. Das schaffen wir. Na komm. Und? Jawohl! Sieg! Sehr gut. 60 Happiness haben wir dazu bekommen. 3 Talentpunkte und wir haben einiges an HP verloren. Oh, Dankeschön. Oh, wir haben unseren ersten Kampf gewonnen. Nice. Anmeldung in 2 Tagen. So, sehr gut. Wir sind vom letzten Platz auf den vorletzten Platz aufgestiegen. Wir haben Songmo besiegt. Wir haben sogar seine Punkte abgenommen, wenn ich das richtig sehe. Wie gut ist der über uns? 1, 2, 3. So.